Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, Torment Tides of Numenera ist vorbei, das Spiel zu Ende, durchgespielt, das Let's Play zu Ende. Und ich denke, ich würde gerne noch mal ein paar Gedanken äußern, ein kleines Fazit ziehen, ein kleines Resümee zu dem Erlebten. Und aus Ermangelung an Alternativen lasse ich einfach mal hier die Credits nebenbei laufen. Ja, Torment. Also ich... Unterm Strich, auf jeden Fall muss man mal festhalten, finde ich, es ist ein sehr gutes Spiel, ein sehr besonderes Spiel, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, mit einer sehr unkonventionellen Welt, mit einer unkonventionellen Erzählweise auch und einer sehr besonderen Handlung. Fangen wir vielleicht mal mit den positiven Seiten an, die ich sehr, sehr stark finde an diesem Spiel. Als erstes die Welt selbst, die Welt von Numenera. Das ist ja eine Welt, die basiert auf einem gleichnamigen Rollenspielsystem, einem Pen-and-Paper-System. Und die Idee dahinter ist unglaublich toll. Also, dass wir auf der Erde sind in 1 Milliarde Jahren und dass bis dahin ja nicht einfach nur eine Science-Fiction-Geschichte passiert ist, sondern dass bis dahin sind Zivilisationen erblüht und untergegangen. Also die Menschen gibt es zwar noch, aber wie die eigentlich überlebt haben, die waren offensichtlich zwischendurch auch mal nicht an der Macht oder weg oder woanders, das ist alles unklar. Auf jeden Fall gibt es vor dieser 9. Welt in 1 Milliarde Jahre 8 andere große Weltenzivilisationen auf der Erde und die sind untergegangen und haben eben ihre Relikte dort hinterlassen. Und diese 9. Welt, in der das jetzt spielt, Numenera, ist halt eine Welt, die eigentlich, ja, kann man sagen, eigentlich von der Lebensweise, vom Alltag her eine mittelalterliche Welt ist und insofern eigentlich eher durchaus klassisch Fantasy ist. Aber dadurch, dass halt das Ganze so weit in der Zukunft spielt und so viele Zivilisationen vorher schon existierten, gibt es ganz viele Relikte, diese Numenera, die überall anzutreffen sind und die diese Bevölkerung eben in dieser ihrer einfachen Art des Lebens trotzdem nutzen kann, zwar nicht richtig versteht, aber immer trotzdem nutzt, um sich Dinge ja daraus zu erschaffen, die eigentlich gar nicht den richtigen Zweck hatten, auf jeden Fall damit umgeht. Und das Ganze kann dann halt einen religiösen oder einen wissenschaftlichen Aspekt haben, um sich den Sachen zu nähern, so dass es halt eine ganz spezielle Mischung ist aus diesen Fantasy-Elementen und diesen Science-Fiction-Elementen, die auch anders sind als andere Crossover-Versuche. Das gibt halt eine sehr, sehr besondere Atmosphäre und vor allem ganz besondere Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen und nochmal einen ganz anderen Blickwinkel so auf Dinge. Also das ist sehr, sehr erfrischend und toll eigentlich, dass sie das dafür gewählt haben. Und da kommen wir gleich zum zweiten Punkt, der damit im Zusammenhang steht, dass Numenera ist ja nicht nur die Welt, die da entworfen ist in dem Rollenspielsystem, sondern auch das reine System, das Spielsystem selbst, das wirklich der Philosophie anhängt, dass das beste Pen and Paper oder das beste Rollenspielsystem ist ein sehr schlankes System mit einfachen, überschaubaren Regeln. Und das wurde auch im Spiel hier sehr gut umgesetzt. Es gibt ein paar Details, die anders sind im Pen and Paper System, aber die Idee, dass man im Prinzip nur 3 große Attribute hat als Pool, aus dem man sich bedient, um gewisse Anstrengungen zu erreichen, um Sachen besser zu machen und höhere Chancen zu haben, das ist eine ganz tolle Idee, die ganz vieles erstmal sehr klar logisch macht, auch sehr, sehr viel vereinfacht, so wie das funktioniert. Also das ist wirklich einwandfrei und auch schön, dass durch dieses Spiel vielleicht auch, also durch dieses Computerspiel, das Pen-and-Paper-System vielleicht auch noch ein bisschen bekannter geworden ist. Was mir noch gefallen hat an Torment, hier an diesem Computerspiel, ist, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig für den einen oder anderen, die Kämpfe. Also, das ist deshalb merkwürdig, weil das häufig eines der meistkritisierten Aspekte sind gewesen ist an diesem Torment, dass die Kämpfe irgendwie langweilig sind, dafür, dass es Rundenstrategie ist, dass sie nicht taktisch genug sind. Ich muss sagen, ich fand die Lösung richtig gut. Natürlich war das Kampfsystem jetzt nicht überaus ausgefeilt, aber was das Besondere ist, und das wünsche ich mir eigentlich viel mehr von Rollenspielen, dass es wenige große, bedeutsame Kämpfe gibt und nicht immerzu ganz viele kleine Mob-Begegnungen mit 10 Löwen hier und 15 Ghouls da und 4 Zombies dort. Auf die Dauer wird das einfach öde. Und hier ist das viel besser gemacht. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Krisen hatten wir, 6, 7, 8, also ich glaube unter 10 auf jeden Fall. Und
Jede Krise hatte eine eigene kleine Geschichte, die sie erzählt hat. Es gab eine eigene Mechanik, man konnte mit Dingen interagieren, man konnte sich unterhalten, man musste das erstmal alles verstehen, was da eigentlich passiert und darauf reagieren. Jede Krise, jeder Kampf war noch eine kleine Geschichte in sich. Und das finde ich ein ganz, ganz toller Ansatz, der mir wirklich großartig gefallen hat. Also in dem Punkt steht das Spiel sogar über zum Beispiel Pillars of Eternity. Natürlich das Kampfsystem weitaus ausgefeilter und toller, aber auf die Dauer muss ich sagen, ermüden mich eigentlich diese vielen, vielen, vielen kleinen, eher unwichtigen Kämpfe. Und das ist ein System oder dieser Ansatz, den würde ich immer bevorzugen. So, dann als vierten großen Punkt würde ich herausstreichen, ja, doch schon, wie die Charaktere hier erzählt sind, die unsere Begleiter sind. Ich finde, das ist schon wirklich auf höchstem Niveau erzählt. Also die Geschichte mit Rin und ja, wie sie so langsam dort hineinwächst, in die Gruppe Selbstbewusstsein gewinnt und so weiter. Kalestich und Matkina, also man hat doch eine relativ starke Bindung an die Charaktere und möchte sie dann auch nicht missen. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und bewegt sich auf jeden Fall auf dem Niveau von Baldur's Gate, würde ich sagen. Und auch hier fast sogar ein bisschen besser als bei Pillars of Eternity, wo die Figuren meines Erachtens ja noch ein bisschen, ja, also weniger profiliert sind. Also hier waren sie mir irgendwie klarer teilweise vor Augen. Also das sind wirklich die ganz starken Seiten. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich Licht und Schatten sehe. Und das ist die Dramaturgie der Handlung. Licht und Schatten, also Schatten deshalb, weil ich jetzt im Rückblick vor allem das Gefühl hatte, dass der Anfang, also dass man kurz nach dem Beginn, wo das alles ja sehr, sehr absonderlich ist, in diese große Stadt geworfen wird, sofort in diese große Stadt kommt und unfassbar viele Quests dann bekommt, die man dann einsammelt und dann doch relativ schematisch so ein bisschen Karte für Karte abarbeitet. Okay, es gibt dann zwar durchaus auch Interaktionen zwischen den Karten, man muss ein bisschen hin und her laufen und da kombinieren, aber ich finde, für den Anfang ist das einfach viel zu riesig, was da kommt, viel zu viel, man muss sich erstmal an diese ganz absurde, spezielle, besondere Welt gewöhnen und das finde ich von der Dramaturgie nicht gut gelungen. Da ist Pillars of Eternity deutlich besser gewesen, die haben im ersten Akt das relativ stringent gehalten und öffnen dann die Welt immer weiter und dann kommt man irgendwann in die große Stadt und dann, aber dann ist man auch gewöhnt an die Welt und kann damit ganz gut umgehen. Und hier wurde es halt andersrum gemacht, denn nach der Stadt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da kamen wir in dieses Tal der, ich weiß gar nicht genau, wie das hieß, Tal der Toten oder Tal der Toten Helden, und ihr wisst, was ich meine. Also alles, was nach der ersten großen Stadt kam, Sargos Klippen, da nahm plötzlich für mich die Handlung richtig Fahrt auf. Das war dann eine sehr klare und eine stringente Handlung, hatte aber auf jeden Fall noch genügend, sag ich mal, Nebenzweige, sodass es nicht langweilig wurde oder irgendwie zu einseitig. Also ab dem Zeitpunkt fand ich die Dramaturgie dann richtig gut und wurde auch bis zum Ende, glaube ich, ganz gut gehalten, mit einer kleinen Einschränkung. Am Ende diese Geschichte mit den Klaftern, das war dann noch, ja, das war vielleicht so ein retardierendes Moment, so kurz vor dem Höhepunkt. Aber das wirkte dann auch ein bisschen aufgesetzt. So. Aber während natürlich das Ende selbst dann wieder großartig war, wie ich fand. Also da leichte Abstriche bei der Dramaturgie. Man merkte, glaube ich, auch, dass sie mit ihrem ursprünglichen Konzept nicht ganz mithalten konnten. Sie hatten, glaube ich, drei große Gebiete geplant, also so drei Städte, Sargos Klippen, dann die Flor, die allerdings größer wurde als ursprünglich von ihnen geplant, und dann hatten sie noch so eine Unterwasserwelt geplant, wie ich gehört habe, die gewissermaßen das war, was einer dieser Klafter da am Ende gewesen ist, wenn ihr euch erinnert, wo wir da unter Wasser geschwommen sind. Das war mal als große dritte Stadt geplant gewesen und das haben sie dann gestrichen und ja, sah dann, wenn man das weiß, kommt das so ein bisschen wie Zweitverwertung vor. Noch für einen Klafter ist es noch gut genug gewesen. Ja, also gut. Der zweite Punkt, den ich kritisch sehe, ist, wie soll ich sagen, dass das Spiel es ein bisschen übertrieben hat, mit diesen ganzen absonderlichen Nebengeschichten, die erzählt wurden. Ich rede jetzt nicht von Nebenquests, die haben ja ihre eigene Berechtigung und ihre eigene Geschichten, aber es gibt doch sehr, sehr viele Charaktere, mit denen man sich über Dinge unterhalten kann, was
was ja auch schön ist, die dann teilweise sehr weit wegführen und eigentlich nichts mit der Handlung zu tun haben, natürlich ein bisschen was mit der Welt zu tun haben, aber kein wirklichen Zusammenhang erkennbar ist. Und das ist dann halt, dann kommt noch hinzu, diese Geschichten sind so absurd und diffus teilweise, dass sie dann auch einen nicht mehr berühren oder so, sondern dass sie eher so ein Sammelsurium sind. Da hätte man eigentlich meines Erachtens ein bisschen Abstriche machen können, ein bisschen weniger wäre da mehr gewesen. Und jetzt nochmal zurück zur Welt, also die Welt an sich, diese Numenera-Welt, die hatte ich ja sehr gelobt, aber wie das Spiel jetzt hier oder der Handlungsort im Spiel in diese Welt eingebettet ist, das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu unkonkret. Denn es ist so, dass sie, glaube ich, bewusst diese Pen-and-Paper-Welt, diese Kernwelt des Pen-and-Papers nicht berührt haben, um nicht die Lore des Pen-and-Papers irgendwie zu berühren. Das spielt also sehr, sehr weit weg, irgendwo anders. Das findet sich zwar alles auf dem Planeten und in der Welt wieder, aber es ist trotzdem nicht in dieser dichten, ausgearbeiteten Pen-and-Paper-Welt. Und das merkt man auch. Und ja, das ist ein bisschen schade, weil es fehlt einem so ein bisschen eine Topografie, wo befindet man sich eigentlich, wie ist der Zusammenhang, also einfach so eine Welt, so eine Karte, wo man viele Orte, die man gehört hat, einfach nochmal ein bisschen einordnen kann. Für die Handlung wäre es nicht nötig gewesen, aber so für die Immersion, für das Teilhaben an der Welt, ja, da ist immer irgendwie so das Gefühl, eine Geografie zu können, finde ich sehr wichtig. Und das fehlte hier im Spiel und dadurch, ja, hat das ein bisschen verloren. Also es war doch teilweise ein bisschen abstrakt sozusagen, die Geschichten, die von der Welt dann erzählt wurden. Man konnte sie schwer verorten. Ich habe mich länger mit einem guten Freund über das Spiel unterhalten, der das auch gespielt hat und vor allem der das Vorgängerspiel gespielt hat. Und das habe ich ja leider noch nicht gespielt. Und insofern, glaube ich, kann man endgültig das Spiel wirklich nur einordnen, wenn man beides kennt. Und der hat mir einen interessanten Gedanken, hat er mir erläutert. Und zwar, dass er am Schluss den Eindruck hatte, Torment wollte ja dieses Teil zu Phänomenäre ausdrücklich als Kickstarter-Projekt der geistige Nachfolger des ersten Torments sein, das ja legendär ist und musste natürlich auch ein bisschen liefern sozusagen. Also sie mussten ja anknüpfen, sie konnten nicht das gleiche Rollenspielsystem nehmen, dementsprechend auch nicht die gleiche Welt. Aber das Thema des Spiels war ein ähnliches, also die Suche nach der Identität und natürlich diese skurrilen Geschichten, die da eingeflochten werden, die sehr philosophischen Fragen und so weiter, das ist sozusagen der Tenor, der da aufgenommen wird. Aber man hat eben, das war sein Eindruck, das Gefühl, dass sie halt dadurch ein Stück weit auch ihre Freiheit verloren haben, diese eigene Welt richtig auszuspielen und manches halt so ein bisschen bemüht durchaus wirkte, einfach an diese Absonderlichkeit, den Kult, das Schräge dieses ersten Teils anknüpfen zu müssen und vielleicht dadurch auch ein bisschen zu viel gemacht haben. Dass es ein bisschen zu sehr gewollt Fortsetzung war. Und im Zusammenhang mit dem von mir eingangs geschilderten Kritikpunkten, ja, passt das ganz gut ins Bild, glaube ich. Ergänzt sich das und erklärt das vielleicht auch ein bisschen. Also das fand ich nochmal ein ganz, ganz interessanter Gedanke. Mehr gibt es von meiner Seite dann auch nicht zu sagen. Ich freue mich sehr, dass ihr ja ein ähnlich treuer Zahl wie bei Pillars of Eternity dabei geblieben ist. Es ist ja doch sehr speziell, so einem Projekt zu folgen. Es hat eher Hörbuchcharakter, es ist sperrig, es gibt manchmal Geschichten, die so weit wegführen, dass gerade, glaube ich, noch beim Zuhören es vielleicht noch ein bisschen schwerer ist, den Faden zu halten und so weiter, aber ich freue mich sehr, dass wir wieder so eine kleine illustre Runde gewesen sind. Ich werde erstmal kurz, oder was heißt kurz, ich werde erstmal eine Pause machen, was jetzt diese Rollenspielprojekte betrifft. Aus einem Grund, erstens, weil ich im Moment relativ beschäftigt bin, gewissermaßen in der Freizeit, das ist ja ein Projekt, was außerhalb der History Games läuft, mit Life is Feudal, dem MMO, da sind wir in der Gemeinschaft sehr aktiv in Steinmanns Lager. Das passt also ganz gut, dass das jetzt ausläuft. Ich werde aber spätestens mit Kingdom Come Deliverance dann natürlich wieder ein großes Rollenspiel drin haben im Kanal. Das wird auf jeden Fall kommen. Das hat ja sogar einen History-Bezug. Ob das quasi so wie Torment in dem Slot, nenne ich es jetzt mal, laufen wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch
quasi als offizielle Staffel, muss ich mal sehen. Und natürlich, und das ist so ein bisschen, bereitet mir so ein bisschen Bauchschmerzen, natürlich steht ja irgendwann auch Pillars of Eternity 2 vor der Tür. Die sind ja schon eifrig dabei und was man zu sehen bekommt, ist ja sehr, sehr toll. Ja, aber wie sich das dann vereint mit Kingdom Come und so weiter, ich hoffe also, das dauert noch mit Pillars of Eternity. Denn eigentlich möchte natürlich Vali auch dann in diesem neuen Spiel dann nochmal neu erleben. Also darauf freue ich mich eigentlich sehr, aber es wird eng. Es wird eng im Plan. Na gut, also ich hoffe, ihr bleibt mir weiter treu. Bis bald, macht's gut, euer Steinwallen.